Jo Leute, was geht ab und willkommen. Wir reagieren heute auf Pumping Monkey und zwar Tinder. Ich glaube in Frankfurt. Ich mal sagen, heute werdet ihr auf jeden Fall ein paar Gehirnzellen verlieren. Was sagst du dazu? Auf jeden Fall, oder? Gelnhausen, ihr wisst Bescheid, ich komme aus Gelnhausen. Gelnhausen. Heute wird ein bisschen wild. Ich würde sagen, wir checken einmal die Ladies ab. Ey, Applaus, komm! Boah, okay, der ist wieder dabei. Die ist ja letztens ein bisschen joggen gegangen. Letztens, die war kurz Milch holen von ihrem Dings. Gott, boah, Huda auch. Hä? Warte, ich habe mitbekommen, dass sie befreundet sind, aber die macht jetzt wieder so mit. Ja, aber guck mal, ich weiß, dass die sich mit Pumping, glaube ich, wieder so vertragen hat, aber die war trotzdem im letzten Video jetzt nicht so am Start. Also nicht die, die wir zumindest gesehen haben. Die macht jetzt wieder in jedem YouTube-Video. Aber die und Sonja sind nicht, glaube ich. Also die schießen ja auch gegeneinander. Ja, weil Sonja schlau ist. Die haben die doch die ganze Ratte genannt und so. Ja. Pocahontas ist auch am Start. Hermine Granger. Hermine Granger. Hey, Applaus, komm! Oh, und dann sind die Jungs. Chip Nordige. Der zeigt sich einfach nicht. Alles okay. Einfach am Start. Aha. Yeah, die sind auf jeden Fall alle am Start. Ladies first, Tinder auf meiner Art. So, dann haben wir schon mal die erste. Stell dich mal vor. Leonie, Thomas Gelnhausen. Leonie, für dich ist das Video okay, dass wir es veröffentlichen? Ja. Für die Eltern Einverständnis da? Ja. Wir telefonieren immer vorher mit den Eltern, deswegen. Mhm. Ja. So, du weißt ja, was deine Aufgabe ist, warum du heute hier bist. Was? Ja. Ich muss ihn abchecken und dann... So jawohl! Check ihn mal ab von oben bis unten. Biggie, alle, B.I.G. Sympathisch. Oh. Die passen echt gut. Jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein, er ist einfach nicht mein Typ, so. Warum nicht? Nein, einfach nicht meins. Was gefällt dir nicht? Das Aussehen. Also die Haare und so. Nein, aber... Was sind denn deine Typen? Kann ja nur das Aussehen sein. Es gibt ja keinen anderen Grund. Ja, er hat nicht mal geredet. Der Blonde da zum Beispiel. So. Okay. Der Blonde wäre ihr Typ. Das hören wir uns dann nachher nochmal. Korrekt gemacht. Check. Check. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Playboy, stell dich mal vor. Mein Name ist Batu. Batu? Ja. Ich dachte, der hat die Stimme verstellt. Der fragt kurz. Batu. Glaube ich. Gehen raus, Familienbekannte. Batu, für das Video ist auch okay, dass wir es veröffentlichen. Ja, normal. Ein deutsches gerade gerettet. Ja, normal. Check sie mal ab von oben bis unten. Komm, sag ja. Die passt voll gut. Die passt echt gut. Auch beide so sportlich angezogen. Ja. Batu, sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Nein, nicht. Ihre Brillengläser sind größer als die Felgen von meinem Vater. Okay. Batu, Junge, Batu. Du warst sympathisch. Warum scheißt du rein? Hä? Digga, die ist größer als mein Opa gefühlt. Komm mal her. Riese. Walla, du bist größer als mein Vater. Das Ding ist, du nimmst mich für Sachen, für die ich gar nichts kann. So. Das ist halt so. Jungs, die Angst haben vor großen Frauen, das sind meistens wirklich Kinder. Das sind echt Kinder. Weil große Frauen, oh, ihr seid so krass. Frauen, die sehen majestätisch aus. Die sehen krass aus. Denen steht auch alles. Klar, die kleinen Frauen, ihr seid genauso hübsch. Jede Frau ist krass. Die großen Frauen werden halt immer voll klein gemacht. So. Wisst ihr, was ich meine? Oder groß gemacht. Ja, große Frauen sind voll, niemand nimmt dich und so dabei. Ja. Sind krass. Wir kriegen nur die hübschen großen. Digga, weil du sagst Sachen gegen mich, die ich gar nicht kann. So, das ist angeboren. Was soll ich machen? Du hast dieselbe Schuhgröße wie Jesus. Wo ist das Problem? Und du hast voll den Topschnitt, Batu. Du hast dieselbe Schuhgröße wie Jesus. Wo ist das Problem? Okay. Geht mal wieder in die Reihe. Dann haben wir schon mal die nächste. Hello. Hello. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut und Ihnen? Das Krasseste ist, wir brauchen nicht mal Einverständnis, weil der Papa guckt gerade mit zu. Ja. Deswegen diesen, wie geht's Ihnen? Gut, wir sind Spaß. Ja, wegen dem Papa, ne? Warte. Ja. Okay, du weißt ja, was deine Aufgabe ist. Check mal Chip Tor einmal von oben bis unten ab. Ey, bitte benimm dich. Oh nein, du vertrittst uns. Bitte benimm dich. Warum bekommt sie den einfach noch? Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Erstens, weil er Albaner ist und zweitens, weil er dünner ist als ich und ein Stock neben mir ist. Oh! Oha, ich dachte, dein Vater guckt zu. Hä? Und erstens, wenn man das heißt, es nicht neben mir, sondern neben Pyramid. Wie muss denn dein Typ aussehen? Deutsch, blonde Haare und viel größer. Okay, also er geht gar nicht? Nein, absolut nicht, no go. Blond hast du gesagt, muss er sein? Ja, blond, braun. Okay. Und deutsch. Und deutsch. Ja. Gut. Was bist du für eine Landsfrau? Ich bin Philippinin und Deutsche. Krass. Ich wollte gerade sagen, korrekt gemacht. Nein, war es nicht. Wir hören uns die Meinung von drüben an. So, stell dich mal vor, Gigo. Hallo, Bruder, ich bin Islam, komme aus Bürgenjud. Islam, check sie mal ab von oben bis unten. Die schläft gleich ein.
Guckst du mal so. Vor allem, kennst du, er heißt einfach Islam. Man munkelt, ob er Moslem ist. Man munkelt. Man munkelt. Stell dir mal vor, er ist erst ein Moslem, er ist einfach Islam, ja. Digga. Digga. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Vom Aussehen eigentlich schon, aber gerade was sie abgezogen hat und wo ich ihre Stimme gehört habe, die war schon ein bisschen männlich, also nee, eher nicht. Da würde ich lieber Jimmy Neutron daten als sie, Alter. Jimmy Neutron? Okay, warum Jimmy Neutron? Weil die besser und eine weiblichere Stimme aussieht, er hat als sie. Das macht gar keinen Sinn. Was? Jimmy Neutron ist ein Kerl? Was? Das macht gar keinen Sinn. Hä? Warum hat er das gesagt, Digga? Typen so Geschmack als Frau. Ach, schon ihr Geschmack. Mach einfach fertig, warum ich rede, Digga. Ey, jetzt hast du mich auseinandergenommen. Scheiß drauf. Ich dachte, du bist sagen, ja, gar keinen Sinn. Ja. Also schon ein Geschmack. Bruder. Hallo. Okay, weiter. Aber da ihr Charakter gerade nicht fest ist, Bruder, ich achte schon sehr auf Charakter. Das ist halt schon scheiße, dass sie mich beleidigt hat als Stock. Ich bin zwar kein Stock, das ist alles Muskelmasse, was ich hab. Hast du gehört? Das sind alles Muskelmasse. Komm her. Oh nein, der wird richtig verletzt. Aua. Der so, ich bin kein Stock, das sind alles Muskelmasse. Ich finde sogar, er war eigentlich ziemlich sympathisch. Ich habe mir das irgendwie schlimmer vorgestellt. Er war eigentlich nicht sympathisch, aber er war nicht schlimm. Es gibt ja Schlimmeres. Kelly, guck mal, sein Ego wurde gerade voll krass. Ja, ja. Und es geht auch gar nicht, dass sie sagt, du bist voll der Stock. Ja, vor allem, ich glaube, das war so seine Schwachstelle. Kennst du, wenn man so manchmal vor allem... Jeder so, Schwachstellen. Ja, das war bestimmt sein, weil man merkt, es hat die ein bisschen verletzt. Ja. Danke. Bevor ich deine Arme anfasse, kann ich auch einen Stock anfassen. Das fühlt sich genau gleich. Oh. Tamam, Stock, Digga. Tamam. Oh, tut mir leid, Cinderella, dass du mich... Nein. Oh, tut mir leid, Cinderella, dass du nur einen Stock anfasst. Aber lieber würde ich halt einen Stock anfassen als dich. Nein, sie hat gesagt, sie würde keinen Stock anfassen. So, tut ihr so, nein. Weißt du, wie du aussiehst? Okay, geht mal wieder in die Reihe. Weißt du? So, dann haben wir schon mal hier eine Legende, stelle ich vor. Ewa Huda, ich verstehe es gerade gar nicht. Ich check's halt auch nicht. Er hat sie fertig gemacht in Videos, hat sie Ratte genannt, 31er und so. Und jetzt sie ist hier. Sie ist zu anderen Leuten gegangen, hat dort Videos gemacht über dich, Pumping. Und ich denke mir so, würde über mich jemand Videos machen und so, ich sag jetzt mal, exposen und alles aufdecken, was wir so untereinander so gemacht haben, weißt du? Dann würde ich mir so denken, was ein V. Nie wieder zurückgehen. Was ein V-Mensch, also sie, ne? Und nie wieder zurückgehen, genau. Und einfach die chillen zusammen und drehen so Tinder, als wäre nichts gewesen. Ich bin nicht nachtragend, aber in dem Fall wäre ich schon ein bisschen nachtragend. Na, nachtragend darf man sein, okay, wenn doch, jemand einen fertig nachtragen. Macht. Bruder, was geht ab? Nix, bei dir? Alles klar, ja? Ja, sowieso. Du weißt, was heute deine Aufgabe ist? Ja. Check ihn mal ab von oben bis unten. Okay. Wir bleiben angezogen. Hast du diese Bewegung gesehen? Ja, auf jeden Fall nicht sexy, nicht mein... Alter, die sieht komplett anders aus. Was hat sie denn machen lassen? Ich weiß, also ihre Lippen... Okay, und ihre Augenbrauen sind anders und ihre Augenfarbe irgendwie davor, sie hat ein komplett anderes Erscheinungsbild. Auch wenn man nur die Lippen macht, merkt ihr, wie sehr ist das quasi das ganze Gesicht verändert. Ja, und sind auch die Kontaktlinsen und sie hat auch keine Locken mehr. Sie hat jetzt glatte Haare. Sie sieht gar nicht mehr gleich aus. Sie sieht voll anders aus. Krass, in so einem kurzen Zeitraum. Ja. Sag ich, die von Tag zu Tag andere Haarfarbe hat, Digga. Das sieht aber gleich aus. Wartet, ey. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein. Warum nicht? Ist nicht auf gar keinen Fall mein Fall, auf jeden Fall. Ist einfach nicht mein Ding. Du stehst nicht auf Muskeln? Auf sowas nicht. Was gefällt dir nicht an ihm? Die steht auf Jungs, die mit ihrem YouTube-Kanal starten, dann eine Woche durchziehen und dann wieder aufgeben. Die steht auf Jungs, die sie manipulieren und verarschen. Wenn das jetzt auf dich zutrifft, melde dich bitte bei Huda. Sein Kopf, sein Gesicht. Sein Kopf, sein Gesicht. Was sind deine Typen, Huda? Baba Locken. Ja. Okay. Oh nein, Digga. Das waren Zeiten, Bruder. Dieses Babalocken, Seiten auf Null. Das war richtig krass, als du damals ins YouTube-Game so reingekommen bist. So Babalocken, Seiten auf Null. So damit ist sie viral gegangen. Ja. Damit kannte gefühlt ganz Deutschland Huda und so. Ja, aber wenn du es jetzt sagst, nach der ganzen Sache, was passiert ist, gell, dann, Bruder, ein bisschen print. Ein bisschen spät. Ja. Seit wann läuft die Zeit rückwärts? Hören wir uns die Meinung von drüben an. Dankeschön. Muskelman, stell dich mal vor. Ich bin 19, Antonio. Antonio, woher kommst du? Bayern. Wie oft trainierst du? Einmal die Woche. Einmal die Woche? Ja. Konnt ihr dir die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Check mal Hut einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Krass. Okay. Red ich mal. Bin ich dein Hund oder was? Was? Ob sie dein Hund ist? Kannst du werden, ja? Ja, deine Mutter kann an... Was, meine Mutter? Ich hab mehr Brust als du. Nein, Leute, alle Mädels, schön gucken. Sie bleibt angezogen und anständig.
Mikro und alle. Das ist Blamage, Leute. Dem Brille geht's nicht gut. Warte mal, ey, was hast du heute? Mich erinnert an diesen einen, der immer mit Parfüm macht. Wie heißt der? Jeffrey irgendwas. Wie heißt der nochmal? Der immer so mit Parfüm macht und dann heißt tanzt er nicht. Jeffrey? Was? Nein, Jeffrey Dahmer. Jeremy irgendwas. Ja, irgendwie sowas. Kaugummi. Mach mal nochmal. Mach mal Platz. Dem Bruder geht's gar nicht gut. Mir ist zweit. Leute, Zirkus geworden hier. Du trainierst einmal die Woche? Ja, Bruder. Und wie viel Testo? Ich wollte nur zeigen, dass er eine größere Brust hat als du da. Plötzlich ist er auf beiden Händen. Was ich meine? Ehrenmann. Damit das so aussieht? Null. Null? Du bist 19. Also Huda ist nicht dein Geschmack. Das ist Respekt. Nein. Warum? Ja. Was das angeht, Respekt. Zieh weiter durch und ich will aber niemals einmal die Woche. Ja. Da muss noch irgendwas machen. Ja, safe. Vielleicht denkt der Gym einmal die Woche, aber so Fußball, ja, Boxen, irgendwas nebenbei und ja. So macht der safe. Also auf jeden Fall nicht so wie wir jeden Tag so vor der Kamera. Ja, nur meckern. Viel zu viel im Internet rumgezeigt. Was denn? Ja, wird ja rumgezählt, so weißt du. Ja, ist sowieso nicht deine Sache. Du springst dich viel zu viel, Mann. Ja, was hat das jetzt damit zu tun, du Opfer? Okay, wie heißt du nochmal? Antonio, ich glaube, du hast einige Mädels, die dich haben wollen, oder? Ja, Bruder, aber ich will die eine richtige haben. Okay. Mein Herz will. Ja, dann bist du auf jeden Fall bei Tinder. In Schala findest du eine, nachdem du dich einfach auf Kirmesnacht ausziehst. Hoffentlich findest du eine, die das mit dir macht und dann habt ihr wenigstens ein Hobby zusammen. Sehr geil. Stramm. Die nicht mein Körper will. Sehr gut gemacht, Chef. Hat er nicht gesagt, die nicht mein Körper will, aber er, Kameras auf ihn, Oberteil hoch. Ich hab eine größere Brust als du. Aber Charakter, Bruder. Es kommt auf Charakter. Okay, wir gehen eins weiter, let's go. Hi. Hi. Was geht ab? Nix, bei dir? Stell dich mal vor, die ist Alter. Sympathisch. Hi, ich bin Julia, bin 17 Jahre alt und komme aus Gelnhausen und ich bin Polin. Julia, für dich ist das Video okay? Ja, klar. Das ist veröffentlicht. Ja. Wir haben damit dein Einverständnis? Ja. Check ihn mal ab von oben bis unten. Okay, die passen. Die passen echt? Die sieht aber albanisch aus. Okay, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nee, nicht so mein Typ. Also er müsste ein bisschen größer sein und längere Haare. Längere Haare? Ja, und er ist einfach zu klein. Er müsste schon größer sein. Wenn ich hohe Schuhe an habe, dann bin ich größer als der. Was sind deine Typen? Ja, einfach größer und dunklere Haare auf jeden Fall. Sehr, sehr korrekt gemacht. Check. Wir hören jetzt die Meinung von dir mal. Diego. Stellen Sie sich bitte einmal vor. Bruder, ich heiße Musa, bin aus Mönchengladbach. Okay, Musa, check sie mal ab von oben bis unten. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Ich sag dir ehrlich, das wäre ehrlich nicht mein Fall. Die sieht aus wie Eminem im Periode. Da redet wie Kollege. Aber am Anfang redet er so, das beerdet man voll. Einmal wie Kollege. Nein, begründe es. Ich sag dir ehrlich, das wäre ehrlich nicht mein Fall. Die sieht aus wie Eminem im Periode. Guck mal, alhamdulillah, ich bin Moslem, Bruder, ich hab Miss Piggy in Person vor mir hier. Also, fühlst du dich jetzt irgendwie krass oder so, wenn du mich beleidigst? Ich äußere meine Meinung, sonst nix. Ich bin voll respektlos geblieben, aber keine Ahnung. Okay, geht mal bitte wieder in die Reihe. Ich mach es gerade. Okay. Du bist kleiner als mein was willst du eigentlich? Guck mal, wie klein du bist. Ist Juli oder was? Hast du das gehört? Ja, Mann, ja, geh zu Burak, nach FFM. Keine Ahnung, er gefällt mir jetzt. Ah, solange der Junge ja größer ist als sie, ist er eigentlich nicht klein, oder? Ja, aber vielleicht... Ja, wenn sie einen größeren will und das gut begründet, dann soll sie ja machen, was sie will. Außer wenn sie 1,50 ist und er so ein bisschen größer ist, gut, dann ist er auch nicht groß und so. Weißt du, ja. Aber sie ist ja so groß wie Pumping, so 1,70 ungefähr. Ja, würde ich auch sagen. Los, mag ich. Sehr, ne? Ja. Sehr asozial. Sehr asozial. Willkommen in Gelnhausen. Oder nur asozial, nur weil die ihr Bauch aber letztes Mal bei ihrer Geburt gesehen hat, Bruder. Escalation. Wir machen weiter. Stell dir dich mal vor. Hallo, ich bin die Yemina. Ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Bosnien. Bosnien? Balkan. Will ich das Video Bosnien. Auch? Okay, lass dich veröffentlichen. Ja. An alle Bosnier, wir haben gerade kurz vor 7. Dobroveče. Staradisch. Yemina, check mal Eminem von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Der könnte auch Bosnier sein. Ja. Okay, würdest du ihn denken? Ja, nein, begründet. Also, um ehrlich zu sein, der ist schon süß. Der ist schon süß. Okay. Der sieht nicht schlecht aus und so. Wow. Aber um zu daten, muss ich halt kennenlernen. Weißt du, Persönlichkeit ist sehr wichtig. Aber so an sich, erster Blick, warum nicht? Okay. Hey, sie würde nicht daten. Korrekt. Sie hat schon mal sehr korrekt gemacht. Dankeschön. Wir hören uns die Meinung mal von drüben an. Stell dich mal vor. Also ich bin Victor, bin 17, in Polen. Okay. Check sie mal ab von oben bis unten. Try, baby.
Sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Also ich sag ehrlich, nein, sie ist hübsch, aber es ist halt nicht mein Fall. Okay. Weil einmal, ich feiere die Schuhe gar nicht, das ist so gar nicht mein Fall. Das so erinnert mich so ein bisschen an Stripper von 1990, so auf den, ist nicht mein. Film mal ihre Schuhe, aber zeig uns mal deine Schuhe. Ich muss sagen, die Schuhe sind schön sexy. Nee, ich finde, sie hat eine schöne Jacke. Ja. Ihre Haarfarbe mag ich, weil ich bin mehr so... Junge, datest du? Ihr Outfit oder sie selbst? Die Schuhe, ja, die Jacke schön, ja, Pulli ist auch ganz angenehm. Stell dir mal vor, sie zieht so zu Hause dann so die Schuhe aus, also, pah, 10 von 10 einfach. Blondine, weil dunkel ist, erinnert mich so an... Hast du noch was auszusetzen? Hast du noch so einen Wunsch? Nee, ich feuere diese Dinger hier in den Lippen nicht, die Piercings. Sie ist Bosnierin. Okay, dankeschön. So ganz außen. Man merkt, die hören sich gar nicht. Sie sind hier gerade auf irgendeiner Kirmes, im Hintergrund läuft so ein Karussell und sowas, weißt du, was ich meine? Und er sagt, ich feiere diese Dinger an der Lippe nicht. Und Pumping so, sie ist Bosnierin. So, ey, hast du was? Gemacht. Hübsches Mädchen, sehr korrekt gemacht. Nadja, komm mal her. Da sind wir auch schon bei der letzten. Brech deine Nase. Was geht ab, Leute? Hier ist Nadja. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier einen Typ bewerten. Nadja, check den ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Okay. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein, weil ich bin nicht auf Typsuche. Und guck mal, ich hab keinen Bock zu schießen, weil es ist nicht mein Niveau, weißt du? Okay. Ja. Auch sie ist berühmt geworden durch du siehst aus und redest hier ein Chichi, aber schieß ihr Niveau. Der ist gar nicht dein Typ. Nein. Okay, korrekt gemacht, Nadja, wir hören uns die Meinung von drüben an. Ja. Stell dich mal vor. Ich bin Ani, ich komme aus Mönchengladbach. Ja. Bin 20 Jahre alt. Ja. Okay, check mal Nadja von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Würdest du Nadja daten? Ja, nein, begründe es. Erstmal diese Posen, die sie gerade gemacht hat, kann sie sich sonst wohin stecken. Und auf jeden Fall, gar kein Fall ist nicht mein Typ, weil ich stehe nicht auf Frauen, die lutschen. Was? Hast du gerade verstanden? Nee. Die was? Kommen wir nochmal dazu, zu niveaulosem Schießen. Was hat sie gesagt? Niveauloses Schießen. Man schießt gegen dich, weil du selber Preis gibst. Wie gebe ich mich deinen Preis? Mit Jogginganzug. Ja, nein, nicht das Auto, was sie gibt, sondern sie gibt das, was sie tut, anscheinend selbst preis. Keine Ahnung, durch Videos oder so, oder sie erzählt selber herum. Ach so, okay. Nicht, was sie preisgibt. Okay. Nee, ich rede nicht vom Jogginganzug, ich rede das von Lutsch. Hast du so eine Krise, Geldkrise? Ja, Junge. Hä? Unnötig. Gleiches Prinzip wie letztes Mal. Ich wüsste, du machst beim Tinder-Format mit, geht jetzt an den Jungen. Und du sollst einfach nur sagen, ob du sie daten würdest oder nicht. Ja, bisschen Unterhaltung und so. Warum exposst du sie jetzt? Auch wenn sie eine Geldkrise hat, auch wenn sie das macht und so. Wieso machst du das jetzt? Bist du jetzt nur da reingegangen in dieses Format mit der Intention, sie jetzt öffentlich vor YouTube, vor der Kamera und so zu erniedrigen? Solche Männer richtig peinlich. Groß, tragen, tun Bart auf, machen, und so. Bart und so. Aber sobald die reden, du weißt einfach, Gehirnzellen minus 5, Digga. Und dann sagen die immer so, komm du gleich, ich bin Moslem. Ja, dann um dich, komm du, du, lass das. Dann lass es einfach. Alles cool, Bruder, alles cool. Walla, Frauen, die sich aufregen, man weiß, dass sie Unrecht haben. Nadja, ganz ruhig, was sagst du zu ihm? Asozial? Ja, richtig. Richtig? Ja, unnötig. Guck mal, der kann seine Mutter ein... Cola, was ist? Ey, scheiß mal auf Cola, aber seid ihr im neuen Jackson 5 oder warum rappt dein Bruder? Guck, schon wieder. Bruder, lass es doch einfach. Also dafür, dass du sie nicht daten willst oder sonstiges, weißt du viel über sie. Ja. Hast du ja ziemlich viel Informationen gesammelt. Der arme Junge. Was sagst du? Sohn. Ey, warum fängst du auf einmal mit Cola an zu schütteln? Hast du eine Krise? Bruder, auch wenn sie eine Krise hat, wen juckt es? Was hast du gerade damit zu tun? Was hat dieses Format damit zu tun? Oh, wenn Männer sich aufgeilen, das... Guck mal, Hintergrund. Wie alt sind die? 15, 16, 17. Nicht mal 18, gell? Nicht mal volljährig. Du geilst dich drauf auf, dass die sagen, ja, Mann, richtig peinlich, Alter. Deine Cola-Weste muss am Ende eh deine Mutter oder deine Schwester waschen, ne? Aber Hauptsache große Fresse haben vor Kamera, wie auch immer, Leute. Alp! Kannst du ins Gesicht sein? Aber egal, muss man dir ja nicht sagen. Muss man dir ja nicht sagen. Wallah haram, was ist da was? Juckt mich nicht. Okay, es ist sehr asozial geworden. Perfekt, wir beenden das Video an dieser Stelle. Traurig, was im Benehmen wir eigentlich jetzt hier wieder gesehen haben. Perfekt, Leute, wir kennen es alle. Tinder läuft nicht anders. Ich würde trotzdem sagen, wir sehen uns später mit einer geilen Horrorgeschichte. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. JT Family abchecken, Hauptkanal, kam gestern ein Vlog online, der auch sehr, sehr gut bei euch ankam. Ja, Mann, danke nochmal dafür, Leute. Und dann würde ich sagen, morgen 20 Uhr wie gewohnt. Tschüss, ciao.